Ja, der Kerberbaum ist im Gernsheimer Wald geholt worden und wird jetzt am Biebesheimer Harddruck-Café gestellt. Das Drumherum bei diesem Super 8-Film ist auch interessant. Hier ist noch der erste Eiskaffee-Besitzer im Eiskaffee. In der Rathausstraße hat man noch ein Stückchen vom Biebesheimer Nutzkauf gesehen. Und im alten Rathaus war die Sparkasse drin. Unter Einsatz des Lebens wird der Baum verzurrt. Hier hinten ist noch die Gaststätte Wettwein zu sehen, da war früher auch ein Kino drin. Ja, und da hinten sieht man noch das Kinoschild vom Kino Vormeer. Der mit der roten Mütze ist der Jochen Bohrmann. Er und sein Bruder Gerd betreiben das Harddruck-Café. Ja, und die Kneipe, die lief wirklich bombisch. Leider hatten sich die Brüder dann untereinander verstritten und nur noch der Gerd hat die Kneipe weitergeführt. War eigentlich schade. Die Gebrüder Bohrmann hatten auch einen berühmten Opa, das war der Bohrmannshattler. Der hatte sein Geschäft in der Kirchgasse. Meine Tante Erna hat mir viel davon erzählt. Also der Mann war wohl Allround-Genie, der war Sattler, Tapezierer und ich glaube, man konnte bei ihm sich noch die Haare schneiden lassen. Im Winter sind dann die alten Bauern vorbeigekommen und es war dann sowas wie ein Kommunikationszentrum. Die haben dann alte Geschichten erzählt, offenbar jedes Mal mit einer Neuauflage und meine Tante und ihre Freundin haben sich da köstlich amüsiert. Was mich an den alten Filmen immer so fasziniert ist, wenn man die Autos fahren sieht, man denkt immer, da ist doch irgendwo eine Oldtimer-Ausstellung. Nee, das waren damals die aktuellen, ja sogar neue Fahrzeuge gewesen. Der eine übrigens war ein Ford Capri. Ja, das war wirklich eine verregnete Cap. Kann man halt nichts machen. Die Cap findet ja auch in der Kneipe statt. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.